Willkommen zurück zum zweiten Teil bei der Berechnung der Horizontalkraft auf eben geneigte rechteckige Flächen. Im ersten Video habe ich gezeigt, wie man die Vertikalkraft auf diese rechteckig eben geneigte Fläche bestimmt. Da kam ein Betrag von 23.347,10 Newton heraus. Die Vertikalkraft ist hier nach unten gerichtet, weil sie ja von oben auf diese rechteckige Wand wirkt. Und die Wirkungslinie der Vertikalkraft, die verläuft eben durch den Schwerpunkt des Wasservolumens oberhalb dieser rechteckigen eben geneigten Wand. Und hierbei ist nur die X-Richtung relevant. Und bei einem Dreieck ist das ja hier bei einem Drittel dieser Länge, also bei 2,38 Metern mal ein Drittel, also verläuft die Wirkungslinie, wenn man hier von diesem Punkt ausgeht, bei 0,8 Metern. Wenn man natürlich jetzt die X-Achse hier hinlegt, dann sind das 10 plus 0,8 Meter. Immer davon abhängig, wo eben der Ursprung der X-Achse hingelegt worden ist. Ich hatte den hier hingelegt und dann bei 0,8 Metern. So. Als nächstes wird jetzt also die Horizontalkraft bestimmt und die Horizontalkraft bestimmt sich durch die folgende Formel: FH gleich PS mal A projiziert. So, was ist die projizierte Fläche? Die projizierte Fläche, das ist jetzt einfach die Wand, die vertikal projiziert wird. Die wird jetzt also so aufgestellt und das zeichne ich jetzt auch mal hier ein. Dafür mache ich mal die 2 Meter hier weg. So. Dafür nehme ich auch mal eine andere Farbe, blau. Das ist jetzt hier die projizierte Fläche, diese aufgestellte Wand sozusagen mit der Höhe 2 Meter. Und man weiß, dass mit zunehmender Tiefe der Druck linear ansteigt. Das heißt also, die bekannte Dreieckslast taucht hier wieder auf. Der Druck steigt also linear an mit zunehmender Tiefe. Das ist hier der Druck auf die projizierte Fläche, der nach oben hin immer weiter abnimmt. Im Mittel wirkt also nur die Hälfte des Drucks auf die Wand. Und die projizierte Fläche hier, die kann ich jetzt auch mal eben noch mit der Breite, die ja 1 Meter sein soll, einzeichnen, damit man das ein bisschen übersichtlicher erkennt. Das ist jetzt eben diese projizierte geneigte Wand, eben senkrecht projiziert, mit der Höhe 2 Meter und mit der Breite 1 Meter. Also die Höhe ist 2 Meter und die Breite ist 1 Meter. So, und so kann man dann auch schon die projizierte Fläche bestimmen. A projiziert ist demnach gleich 2 Meter mal 1 Meter gleich 2 Meter Quadrat. Man kann sich das immer ganz gut merken. Man betrachtet ja jetzt die Horizontalkraft, also die Kraft in X-Richtung, und dann ergibt sich die projizierte Fläche immer aus den Abmessungen der Y- und Z-Richtung. Das ist ganz wichtig für später bei der Berechnung der Vertikalkraft für nicht rechteckige Flächen. Da muss man die Vertikalkraft natürlich, da muss man auch eine Fläche projizieren, um dann später die Vertikalkraft zu bestimmen. Und bei der Vertikalkraft, die ja in Richtung Y zeigt, muss man dann die Abmessungen in X- und Z-Richtung nehmen. Wir betrachten jetzt hier aber eben die Horizontalkraft, also die Kraft in X-Richtung, und die Abmessungen dieser projizierten Fläche ergeben sich dann immer aus der Y-Richtung und hier aus der Z-Richtung. Also 2 Meter mal 1 Meter sind 2 Meter Quadrat. Als nächstes muss noch dieser Druck im Schwerpunkt der projizierten Fläche betrachtet werden. Der schreibt sich auch als PS gleich Rho mal G mal HS. So. Das ist klar, ist die Dichte von Wasser, das ist die Erdbeschleunigung, und HS ist jetzt interessant. Also HS, das ist die Höhe bis zum Schwerpunkt der projizierten Fläche. Deswegen kann ich das S auch mal blau machen, damit das übersichtlicher wird. Also bis zum Schwerpunkt der projizierten Fläche. Die projizierte Fläche ist ja jetzt hier eine rechteckige Fläche und der Schwerpunkt, der liegt in der Mitte. Und hier interessiert uns eben der Schwerpunkt in Y-Richtung. Das ist, und die Hälfte von 2 Meter sind eben 1 Meter.
1 Meter. Und das ist eben die Höhe, die berücksichtigt werden muss. Warum? Das ist ganz einfach, weil aufgrund dieser Dreieckslast, eben dieser linearen Zunahme des Drucks, eben im Mittel nur die Hälfte des Drucks auf die Wand wirkt. Und deswegen wird auch nur die Höhe hier bis zum Schwerpunkt der projizierten Fläche betrachtet. Und jetzt sind alle Abmessungen gegeben, um eben die Horizontalkraft zu bestimmen. Fh ist also gleich PS, also Rho mal G mal HS, 999,97 Kilogramm pro Meter hoch 3 mal 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat mal HS, also die Höhe bis zum Schwerpunkt der projizierten Fläche, das ist 1 Meter. Und dann nochmal die projizierte Fläche, also mal 2 Meter zum Quadrat. Und das Ganze ergibt dann eine Horizontalkraft von 19.619,41 Newton. Das ist also jetzt hier die Horizontalkraft. Jetzt ist noch wichtig zu erfahren, wo genau die Horizontalkraft denn liegt, also durch welchen Punkt ihre Wirkungslinie verläuft. Und bei rechteckigen Flächen, deswegen habe ich das hier auch gekennzeichnet, es geht hier um rechteckige Flächen, bei rechteckigen Flächen verläuft die Horizontalkraft immer durch den Schwerpunkt der Dreieckslast. Also nicht durch den Schwerpunkt der projizierten Fläche, sondern durch den Schwerpunkt der Dreieckslast. Dieses Dreieck ist ja hier gegeben mit der Höhe 2 Meter. Und man weiß ja, wenn ich jetzt hier von unten abmesse, dann liegt der Schwerpunkt bei, zeichne ich schon mal ein, bei einem Drittel der Höhe. Und wenn ich von oben ausgehe, dann liegt eben der Schwerpunkt bei 2/3 der Höhe. Das heißt also, der Schwerpunkt liegt hier bei 1/3 der Höhe. Hier, wo in x-Richtung der hier liegt, ob der hier liegt, hier liegt, hier liegt, das ist egal, das interessiert hier nur der Punkt in y-Richtung, weil die Wirkungslinie dann, also die Wirkungslinie der Horizontalkraft verläuft dann einfach hier durch, kann man dann schon mal so schreiben, fh, und es ist dann wichtig, dass man diese Abmessung hier kennt, um eben diese Horizontalkraft auch richtig von oben nach unten abzutragen. Genau, also die Horizontalkraft verläuft demnach bei 2/3 der Höhe, also bei 2/3 mal 2, also bei 4/3 Meter. Und dann kann man die hier sehr schön abtragen und kann sie dann hier so einzeichnen. Man hat also jetzt einmal die Horizontalkraft hier eingezeichnet durch diesen Punkt hier und die Vertikalkraft, die liegt eben bei 0,8 Meter in x-Richtung. Die konnte man dann auch sehr schön hier abtragen. Und im nächsten Video möchte ich dann zeigen, wie man aus diesen beiden Kräften, also aus der Horizontalkraft und aus der Vertikalkraft, eine gemeinsame Kraft macht, eben die resultierende, die diese beiden Kräfte zusammenfasst.